Es gibt ja Situationen, wo du nicht so ohne weiteres aus der Beziehung mit deinem toxischen Partner ausbrechen kannst. Das kann zum Beispiel sein, du hast gemeinsame Kinder mit diesem Menschen und du planst gerade deine Exit-Strategie. Es kann der toxische Kollege am Arbeitsplatz sein. Auch hier heißt es, die Zähne zusammenbeißen, weil neue Arbeitsplätze, die fallen nicht einfach so vom Himmel. Ja, und da gibt es schon so die ein oder andere Strategie. So die bekannteste ist, glaube ich, die Gray-Rock-Methode. Da habe ich auch schon ein Video drüber gedreht. Aber es gibt noch eine ganz tolle andere Strategie, mit solchen Menschen fertig zu werden. Und die stelle ich euch nach dem Intro einmal vor. Normalerweise kann es nur eins geben, wenn du in einer toxischen Beziehung bist, nämlich die Beine in die Hand nehmen und laufen, soweit einen die Füße tragen. Das mag jetzt vielleicht ein bisschen theatralisch klingen, aber worum geht es denn in einer toxischen Beziehung? Es geht um emotionalen Missbrauch, und emotionaler Missbrauch ist gleichzusetzen mit körperlichem Missbrauch. Emotionalen Missbrauch sieht man vielleicht nicht so, aber es ist genauso zerstörerisch, es zerstört deine Seele und langfristig, ja, wirst du auch körperlichen Schaden davon tragen. Also um nur mal den wichtigsten Schaden zu nennen nach emotionalem Missbrauch: Selbstachtung, Würde, alles futsch. Du zweifelst an dir selber, bist ein Schatten deines Selbstes, ja, das ist das, was emotionaler Missbrauch mit dir macht. Aber manchmal gelingt es eben halt nicht, die Beine in die Hand zu nehmen und zu laufen, weil, ja, finanzielle Verpflichtungen vielleicht noch da sind, es sind vielleicht noch gemeinsame Kinder da, man plant gerade seine Exit-Strategie, und es kann auch der Kollege am Arbeitsplatz sein, wo man wirklich die Zähne zusammenbeißt und am liebsten gar nicht zur Arbeit gehen möchte. Schauen wir uns einmal das Wesen einer toxischen Beziehung an. Worum geht es einem Narzissten? Einem Narzissten geht es immer um das Gleiche, um das Über- und Unterordnungsverhältnis. Ein gleichberechtigtes Verhältnis, ein Verhältnis auf Augenhöhe möchte er nicht. Er will kontrollieren, er will Kontrolle und Macht. Und wenn du sein Spiel mitspielst, das bedeutet, du bist im Rechtfertigungsmodus, weil du bist ein empathischer Mensch und das vielleicht von Narzissmus zunächst einmal überhaupt gar keine Ahnung, dann fängst du an zu erklären. Und du denkst dir vielleicht, naja, wenn ich mich nur genügend anstrenge, dann kann ich die Beziehung retten, dann kann ich meinen Partner retten. Naja, das ist so das ganz Normale, was zu Beginn einer toxischen Beziehung immer wieder zu beobachten ist. Die Opfer suchen die Schuld bei sich selbst, weil nichts anderes wird denn ja vom Narzissten immer wieder erzählt. Es geht dem Narzissten tatsächlich immer nur um eins, um Macht und Kontrolle. Und da haben wir jetzt tatsächlich verschiedene Möglichkeiten, auszusteigen aus diesem System. Also die bekannteste Methode ist die Gray-Rock-Methode. Also auch darüber ist schon so viel erzählt worden. Die Gray-Rock-Methode beinhaltet ja nichts weiter als, ja, dem Narzissten zu zeigen, du, ich bin eigentlich überhaupt nicht interessant. Also wenn er lästern will am Arbeitsplatz, dann sagst du, ja, okay, ist in Ordnung. Und wenn er dir wieder einmal erzählen will, wie wichtig und wie toll er doch ist, dann sagst du, ja, okay, ist in Ordnung. Und so prallt alles an dir ab, und der Narzisst, er merkt, er kann sein Spiel nicht mit dir treiben und wird sich ein neues Opfer suchen. Genauso hast du die Möglichkeit, sein Spiel zu durchbrechen, also das Spiel nicht mehr mitzumachen, indem du tatsächlich die aktuelle Situation, in der du dich gerade mit dem Narzissten befindest, zu verlassen. Das kann also sein, ihr streitet wieder einmal miteinander und der Narzisst legt nun so richtig los, das kennt die eine Zuschauerin oder der eine Zuschauer vielleicht, jetzt beginnen die stundenlangen Monologe, wo man sagt, oh mein Gott, wie komme ich hier nur raus aus der Nummer? Und du hast jetzt die Möglichkeit, diesen Platz, diese Bühne zu verlassen, und du musst dich noch nicht einmal rechtfertigen dafür, dass du sagst, nee, ich mag dieses Spiel nicht mehr mitspielen, mir platzt der Kopf, vom Zuhören allein kriege ich schon die Krise, und du gehst ohne ein
Wort aus dem Raum raus. Das ist kein Zeichen von Schwäche, was dir der Narzisst natürlich hinterher rufen wird. Er wird dir dann sagen, naja, ist ja klar, dass du wieder aus dem Konflikt rausflüchtest. Nein, es ist kein Zeichen von Schwäche, sich jetzt wieder in den Rechtfertigungsmodus zu begeben, sondern einfach den Raum zu verlassen, ohne ein Wort, ohne einen Kommentar. Das Gleiche betrifft die WhatsApp-Unterhaltung. Du musst nicht antworten. Du musst nicht instant sofort antworten, wenn er wieder einmal lostextet, was du gerade machst und wo du gerade bist und so weiter und so fort. Es ist dein gutes Recht, aus diesem Spiel sofort auszusteigen, die Bühne zu verlassen. Eine weitere Möglichkeit, aus diesem Spiel mit dem Narzissten auszusteigen, ist das einfache, kleine Wort Nein. In dem Moment, wo du Nein sagst, ohne dich weiter zu rechtfertigen, naja, hast du das Spiel durchbrochen, weil du bist nicht mehr unter der Kontrolle des Narzissten. In dem Moment, wo du einfach nur Nein sagst und nicht anfängst, dich wieder zu rechtfertigen, weil, naja, das ist ja das, was der Narzisst dann möchte. Ne? Wenn du jetzt dann dich in Rage redest oder vielleicht sogar weinst und hysterisch wirst, dann weiß er, er hat dich da, wo er dich haben möchte. Und er ist der, ja, er ist der Gewinner, der sagt, naja, ist ja klar, ne, wer oben ist und wer unten ist. Das einfache Wort Nein kann ja manchmal wirklich Wunder bewirken. Und dann möchte ich euch jetzt noch eine Strategie vorstellen. Ja, die funktioniert tatsächlich so wie ein Zauberspruch fast schon. So ähnlich wie bei Bibi Blocksberg. Ene, mene, meck, das Hexenwerk ist weg. Hex, Hex. Ja, mit diesem Zauberspruch, den ich euch jetzt gleich vorstelle, gelingt es, das Spiel, was der Narzisst mit dir spielen möchte, zu durchbrechen. Und du zeigst ihm ganz deutlich, weißt du, ich habe dich eigentlich durchschaut. Ja, ich möchte mich von dir nicht länger manipulieren lassen und ich will mich auch nicht von dir weiter entwerten lassen. Ich weiß, wer du bist und lass es doch einfach bleiben. Und dieser Zauberspruch, der lautet, wenn du meinst, wenn du zu hören bekommst, mit mir ist alles in Ordnung, du solltest dich mal untersuchen lassen, das sagen ja auch schon die Freunde von uns, dass mit dir irgendwas nicht stimmt. Die Antwort darauf, wenn du meinst, auch damit nimmst du ihn ganz einfach, ja, den Wind aus den Segeln. Und wenn du wieder einmal zu hören bekommst, wenn du doch nur einmal die Dinge mit meinen Augen sehen könntest, dann würde doch alles so viel einfacher sein. Naja, und der Zauberspruch ist wie immer, wenn du meinst. Ja, und damit nimmst du ihm tatsächlich den Wind aus den Segeln. Mit diesem einfachen Satz, wenn du meinst. Ich weiß, wie es im Leben läuft. Naja, das ist auch so ein Satz, der dir an den Kopf geknallt wird, weil damit soll dir wieder gezeigt werden, dass du ja wieder mal überhaupt gar keine Ahnung von all den Dingen hast. Aber er weiß doch, wie es im Leben läuft. Und deine Antwort auf diesen Satz ist, wenn du meinst. Du hast mich ja so verletzt. Naja, das ist ein Satz, mit dem arbeiten verdeckte Narzissten ganz gerne. Verdeckte Narzissten arbeiten ja ganz gerne mit Schuld. Ja, und jemand, der sich mit diesen Mechanismen nicht wirklich auskennt, der tappt so schnell in die Schuldfalle. Du hast mich ja so verletzt mit dem, was du gemacht hast. Naja, und hier heißt es auch, aussteigen aus der ganzen Geschichte. Keinesfalls rechtfertigen und erklären, sondern sagen, wenn du meinst. Und wenn dir wieder einmal gesagt wird, du wirst schon sehen, was du davon hast, wenn du immer deinen egoistischen Kram durchziehen musst, naja, das ist wieder mal das, was der Narzisst macht. Er spielt sein Spiel, er will dich in die Schuldfalle locken, du bist ja so egoistisch. Eigentlich ist es genau umgekehrt, er ist derjenige, der egoistisch ist und es muss sich ja alles immer um ihn drehen, es muss ja immer nach seiner Fasson gehen. Und da werden die verschiedensten Manipulationstechniken eingesetzt, um dich dahin zu kriegen, wohin er dich haben möchte. Die grandiosen Narzissten, die arbeiten da mit Furcht und Hoffnung. Naja, und der verdeckte Narzisst, der arbeitet da eher mit Schuld. Und wenn dann gesagt wird, du wirst schon sehen, was du davon hast. Naja, das ist jetzt ein Satz, der kann sowohl von dem verdeckten Narzissten als auch von dem grandiosen Narzissten rausgehauen werden. Dann sagst du auch hier, naja, wenn du meinst. Ja, das sind, wie gesagt, ein paar ganz einfache Beispiele gewesen, um euch zu zeigen, wie man
dem Narzissten so mit einem Fingerschnippen tatsächlich den Wind aus den Segeln nehmen kann. Natürlich musst du damit rechnen, wenn du das Spiel nicht mehr mitspielst, dass es Konsequenzen gibt. Aber wir sind in einer toxischen Beziehung und in einer toxischen Beziehung wirst du federn lassen müssen. Das ist die bittere Wahrheit. Da müssen wir uns nicht drum herum quälen, wie man da jetzt am besten rauskommt und wie man da am besten ganz, ganz ohne Verluste rauskommt. Wenn du in einer toxischen Beziehung drin bist, dann wirst du einen Preis zahlen. Naja, und dieser Preis, der ist dann eben halt, dass zum Beispiel eine Schmierenkampagne gestartet wird und er allen erzählt, was du doch für ein unmöglicher Mensch bist und dass er ja eigentlich das Opfer ist, um nur ein Beispiel zu nennen. Aber sei bereit, diesen Preis zu zahlen, weil wenn du das Spiel noch weiter mitspielst, was der Narzisst mit dir spielen möchte, dann wirst du einen noch höheren Preis zahlen. Und jetzt hast du die Möglichkeit auszusteigen und du hast die Möglichkeit, wirklich dir die Freiheit zu nehmen, die Freiheit in ein neues Leben zu gehen, die Freiheit in ein eigenbestimmtes Leben zu gehen. Und was Schöneres gibt es ja überhaupt nicht. Und da ist der Preis, den du jetzt momentan zahlst, der erscheint dir vielleicht unglaublich hoch. Und tatsächlich, es kann auch einiges sein, was es dich kostet. Es kann dich Geld kosten. Unter Umständen kann es dir passieren, dass die Kinder entfremdet werden. Darüber könnte man weinen, über dieses Thema Eltern-Kind-Entfremdung. Aber es bleibt nun mal dabei, du wirst einen Preis zahlen, weil du warst in einer toxischen Beziehung. Aber es lockt ein ganz neues Leben. Ja, ihr Lieben, das war jetzt ein Video über verschiedene Strategien, mit einem Narzissten fertig zu werden. Die letztere, ich finde die richtig cool, einfach zu sagen, wenn du meinst. Okay, macht's gut, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.